So, da sind wir wieder. Und wir hatten hier eine ominöse Druckplatte vor uns, die wahrscheinlich die Tür da aufmacht. Und dahinter ist gleich noch eine Tür. Und wenn wir von der Druckplatte runtergehen, die Tür wieder zu? Nein. Okay. Ach, das wäre so ein kleines Ding. Ich glaube, die klauen Sachen. Was haben wir hier? Ein Schlüsselloch, das auch so ähnlich rot ist wie das ganz, 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 ganz unten. Oder einfach nur braun. So oder so haben wir dafür keinen Schlüssel. Das heißt, was machen wir hier? Gar nichts. Ist irgendwo ein Schlüssel auf dem Boden, die ich nicht sehe? Nö. Na gut, dann müssen wir uns hier wohl weiter umgucken. Es gab ja noch ein paar Ecken, wo wir hier noch nicht waren. Und wir könnten mal die Füße anschmeißen. Erstmal schlafen. Und was sagt meine Liste? Meine Liste sagt, Viereck, Yin, Yang, Schale sind Fußstapfen. Also Viereck, Yin, Yang, Schale. Wusch. Wusch. Ah, da sind die Fußstapfen. Also hier lang geht's zur Tür. So. Hoffe ich mal, dass sie lange noch bleiben. Und jetzt gehen wir einfach mal links an der Wand lang. Hier, wo wir jetzt stehen, war, glaube ich, vorhin der Skorpion. Das heißt, hier drin dürfen wir noch nicht gewesen sein. Ja, definitiv waren wir hier noch nicht drin. Sonst hätten wir das einigermaßen gut aussehende Essen bestimmt mitgenommen. Auch wenn das echt komisch ist, dass noch Maiskolben und Käsescheiben hier im Dungeon rumliegen und noch essbar sind. Aber gut, zu viel Realismus sollte man da nicht rein interpretieren. So, hier geht's nicht weiter. Die Schriftrolle haben wir dahin geschmissen, richtig? Richtig. Hier vielleicht noch? Ich höre dung, 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 dung. Recht schnelle Schritte, das wird der kleine Mann sein hinter dem Tor. Da geht es wieder zu den ganzen Skeletten und dann zu dem Schlangenrätsel. Aber da wollte ich eigentlich nicht wieder zurück. Ja, hier ist das Schlangenrätsel. Wähle eine Tür. Anscheinend habe ich die falsche gewählt. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Schlüssel? Oder kann man dich vielleicht kaputt hauen? Nee, anscheinend nicht. Wäre ja auch ein bisschen sinnfrei. Okay, folgen wir einfach mal unseren Spuren und gehen da lang, wo die Spuren noch nicht waren und klopfen da die Wände ab. Und achten immer schön auf den Boden dabei, ob da nicht irgendwo ein Schlüssel liegt. Und wir produzieren schon gar keine Fußstapfen mehr. Warum waren denn hier keine? Hier sind wir doch eben gerade lang gelaufen. Oh, ich habe einen Verdacht. Wir produzieren nicht durchgehend überall, wo wir hinlaufen, Fußstapfen, während der Zauber wirkt, sondern wir haben nur, je nachdem, wie stark der Zauber ist, eine begrenzte Anzahl an Fußstapfen hinter uns, die wir quasi hinter uns herziehen. Also wenn wir es auf der ersten Stufe nehmen, dann sehen wir immer nur drei Fußstapfen hinter uns. Und selbst auf der höchsten Stufe werden wir nicht durchgehend Fußstapfen produzieren, sondern halt nur eine begrenzte Zahl. Sagen wir mal 30 oder 40. Das heißt, man kann nicht damit einen ganzen Dungeon abtappern und überall den Fußstapfen haben. Was schade ist. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe nirgendwo einen Schlüssel gesehen. Ich habe zwar nicht jede Wand abgeklopft, aber doch recht viele. Das heißt, irgendwie gibt es hier einen Trick. Versuchen wir mal den Aufmachzauber. Oder den Typen auf die Druckplatte da locken. Aber das Auge wird es nicht auslösen, das schwebt ja. Können wir da was durchwerfen? Ja, können wir. Komm mal her, kleiner Mann. Er löst es nicht aus. Komm her, lass dich von was treffen, damit es darauf liegen bleibt. Nee, reicht auch nicht. Na gut, dann halt den starken Türöffnerzauber. Den stärkeren Türöffnerzauber. Den richtig starken Türöffnerzauber. Den stärksten Türöffnerzauber. Nö. Was mit dir? Geht auch nicht. Aber gut zu wissen, dass wir schon mal den stärksten Zauber überhaupt sprechen können. Hilft uns jetzt hier nur nicht wirklich weiter. Also wir können Sachen durchwerfen, aber die Druckplatte wird dadurch nicht aktiviert.
Wir könnten versuchen, einfach so viel drauf zu werfen, bis sie irgendwann aktiviert werden, aber ich glaube, das Gewicht macht bei Dungeon Master da nichts aus. Also es ist nicht so wie bei Anvil of Dawn, dass man da zig Steine raufschmeißen muss, bis es aktiviert wird, sondern es reicht ein Gegenstand, wenn sie denn überhaupt aktivierbar ist durch Gegenstände. So, können wir dich kaputt machen? Also es ist eine Eisentür, aber... Nee, anscheinend auch nicht. Aber hier ist nur ein Schloss und es sind zwei Türen. Das ist irgendwie verwirrend. Legen wir mal da was drauf. Das da. Macht keinen Klick. Können wir da was durchwerfen? Also haben wir nichts mehr zu werfen. Ich höre ein Ting von der Wand, aber geht auch nicht auf. Also anscheinend. Wir haben den Ra-Schlüssel, aber der wird nicht passen. Und den brauchen wir auch. Also anscheinend habe ich irgendwo was übersehen hier in dem Bereich. Oder wir müssen durch das Schlangenrätsel wieder zurück und irgendwo anders den Schlüssel finden. Für den Bereich hier. Obwohl das wenig Sinn macht. Denn wir sind ja schon hinter dem Schlangenrätsel. Das heißt, alles, was an Rätseln kommt, müsste auch hinter dem Schlangenrätsel lösbar sein. Würde jedenfalls Sinn machen. So, aber stopp, ich verwirre mich schon wieder. Also da geht's zur Tür. Hier ist eine Sackgasse. Hier haben wir auch schon überall gedrückt und nach Schaltern geguckt. Gut. Bisher haben wir keine Abzweigmöglichkeit. Hier haben wir die erste Abzweigmöglichkeit. Da müsste es Richtung Schlangenrätsel gehen. Also gehen wir hier lang. Und hier war das Essen auf dem Boden. Das heißt, wir checken hier alle Wände. Oh, da haben wir doch einen Zauber für. Wie ging dir nochmal? Was sagt meine Liste? Meine Liste sagt 4 Pünktchen, fast unendlich, Schneeflocke. Machen wir mal einen recht starken. 4 Pünktchen, fast unendlich, Schneeflocke. Da ist schon mal ein Schalter. Wir wissen bloß nicht, wie wir da hinkommen. Hier ist überall was hinter den Wänden. So, das ist der Raum, wo wir gleich hinkommen, ne? Da ist der Gang, wo wir eben gerade drin standen. Da lag das Essen auf dem Boden. Da. Oh, der Zauber ist schon alle. Oder schon weg. Das ist ja schnell. Also nochmal. 4 Pünktchen, fast unendlich. Schneeflocke. Na, es ist ja schön, dass wir sehen können, was dahinter ist. Auch wenn es uns teilweise nicht wirklich viel bringt. Aber es sagt uns trotzdem nicht, wie wir da hinkommen. Also ich würde zum Beispiel jetzt ganz gerne. Hier war irgendwo ein Schalter. Ne, es war in der Seitengasse hier. Hier. Dahinter würde ich jetzt ganz gerne. Zu dem Knopf. Aber es ist wahrscheinlich hinter der Tür. Können wir hier durch Zauber? Ah, schon wieder weg. Also, 4 Punkte, fast unendlich, Schneeflocke. So, und jetzt ganz schnell ein Türöffner-Zauber hinterher. Nee, knallt hier gegen die Wand. Schade. Wo ist unser Kompass? Wir gucken nach Süden. Gucken, ob es das irgendwie weiterhilft. Zauber ist schon wieder weg. Und hier hatten wir eben gerade schon alles abgeklappert. Ich habe echt den üblen Verdacht, dass irgendwo wieder ein grauer Schlüssel auf dem grauen Boden liegt und ich ihn nicht sehe. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas mit dem Zauber anrichten können. Also 4 Punkte, fast unendlich, Sternchen. So. Da ist ein Teleporter. Das hilft uns aber auch nicht wirklich weiter. Aber zu dem Teleporter nicht hinkommen. Druckplatte hier macht wohl irgendwas, wir wissen noch nicht was. Also ja, sie hat die Tür hier aufgemacht, aber das war's dann auch schon. Und sie klickt immer noch und bewirkt nichts mehr. Der Zauber ist schon wieder weg. Das war der falsche. Fast unendlich. Sternchen kann er nicht mehr. So, Sternchen. Die da können normalerweise ja auch Türen öffnen, aber anscheinend die hier nicht. Das ist auch das ist eine Treppe hoch. Wie kann da eine Treppe hoch sein? Also,
wir gucken jetzt durch diese Wand hier. Das heißt, direkt hinter der Wand ist die Treppe nach oben. Das heißt, es gibt keinen Zugang zu der Treppe. Hier hinter. Mach du mal den Zauber. Fast unendlich Sternchen. Ah doch, da ist ein Gang. Also diese Wand ist halt massiv. Hinter der massiven Wand ist ein Gang, den man begehen kann. Und den kann man da links abbiegen zu einer Treppe. Ja, ist ja schön und gut. Wir haben jetzt schon drei Gebiete gefunden, wo wir gerne hin würden. Also einmal zu dem Knopf, einmal zu dem Teleporter und jetzt zu der Treppe. Aber das bringt uns nichts, wenn wir hier nirgendwo weiterkommen. So, wenn ich die Seite jetzt auch zu Ende gemacht habe, bis zum Schlangenrätsel, dann habe ich jede Wand einmal abgeklappt. Dann bleibt nur Schlangenrätsel machen. Oder hoffen, dass hier noch irgendwo ein Schalter ist. Ja, Quatsch, ein Schlüssel ist. So, zack, jetzt bin ich falsch gelaufen. Jetzt müsste ich eigentlich wegteleportiert werden. Außer das Ding wurde deaktiviert. Ich kann jetzt anscheinend laufen, wie ich will. Das ist ja auch gut. Kann ich hier schön nach dem Schlüssel suchen. Und nach Geheimwänden. Zauber, zack, 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 zack. Hallo. Wir hätten definitiv die rechte Tür nehmen sollen. Da war gerade ein Dreher. Ich hätte mir merken sollen, welcher ungefähr in Himmelsrichtung der Ausgang ist. Ah, okay. Also im Westen sind die beiden Türen, wo wir nur eine von öffnen konnten. Das heißt, im Osten müsste der Ausgang sein von diesem Schlangenrätsel. War da ein Schalter? Nee, aber wir wurden wegteleportiert. Na gut. Gucken wir uns hier oben nochmal um, ob hier irgendwo Schlüssel rumliegt. Und allgemein orientieren, weil ich weiß gerade nicht, wo wir wirklich sind. Ach, wir sind bei der Abkürzung. Das heißt, wir können hier runtergehen zu... Also da hinten runtergehen zu dem ganz langen Weg runter zu dem Roten Schloss. Oder zum Hauptraum, wo ich auf keinen Fall wieder hin will, denn das ist viel zu nervig da. Und was haben wir hier noch? Nix, nix, nix. Wo geht's hier lang? Hier mussten wir das leichter als eine Federrätsel lösen. Nö, hier geht's auch nicht wirklich weiter, das haben wir alle schon gemacht. Da geht's runter. Zu den Augen, die immer wieder respawnen. Das Rätsel. Gib Acht vor meinem verdrehten Humor. Der Hintergeher der Schlange. Ja. Also wir wissen, wie man es löst. Man muss einfach nur in der richtigen Art hier durchgehen. Aber das bringt uns ja auch nichts, weil wir dann wieder in dem Bereich sind, wo wir nicht weiterkommen. Also gucke ich jetzt hier mal, ob irgendwo ein Schlüssel rumliegt. Ich hätte schwören können, da ist eine Druckplatte auf dem Boden. Also wir gucken nach Westen, wir gucken nach Westen, wir gucken nach Westen. Hier ist nichts. Gucken nach Westen. Ist nix, ist nix, ist nix, ist nix. Guck nach Westen. Da ist die Tür, die wir nicht aufbekommen. Und hier ist nirgendwo ein Schlüssel auf dem Boden. Menno. Tok, tok, tok. Haben die Skelette vielleicht einen dabei gehabt? Und ich habe das nicht gesehen, weil da ein Schild drauf liegt. So weit nicht. Na gut, ich gehe jetzt nochmal rechts an der Wand lang und check jede Wand. Weil, irgendwo muss es hier weitergehen. Guck auch unter jede... Ah! Ich hasse sowas. Ich hasse es. Aber gut, wir haben es gefunden. Also gehen wir jetzt zu der Tür hier hinten, die so rötlich aussah.
Also das Schloss, das so rötlich aussah. Und hoffen mal, dass es da passt. Sonst nehmen wir die andere Tür auf der anderen Seite. Aber vorher gibt es einen Cut. Speichern. LP. Na komm. LP 33. Und wir sehen uns gleich wieder.